Also, mach einfach mal was richtig. Was richtig. Der sagt schon wieder, ich muss reingehen. Muss ich nicht, nein, weil da passiert nur was. Also, was wir neulich gemacht haben, ich muss drüber hüpfen. Also, das sollten wir noch schaffen hier. Das geht ja. Okay? Also, pass auf. Hey, ja. Das ist doch jetzt. Achso, ja, genau. Ich bin hier mit dem Hüpfen beschäftigt. Ja. Ist das Ballett oder Tanz? Das ist ja. Das ist immer gefährlich, so wie gefunden. Ja. Gut, also das ist ja schon mal... Siehst du noch was? Ich habe das jetzt im Fernsehen gesehen und sah so professionell aus. Boah! Klasse, oder? Klasse! Florian Stahl! Ja, das ist mein Problem. Setz dich zum Jochen, das ist sicher wahrscheinlich. So, also ganz kurz hier. Luft holen. Wo ist er? Wir haben jetzt... Unseren Lieben, den kennt ihr schon, der so Kopf und so. Mit dem verbindet mich eine Liebe, das ist nicht dieselbe Frau, sondern zu einem Land in Italien. Und ja. Er ist auch. Du hast nur noch 780 Bilder. Halt doch mal schön, alle verglückt. Wir sind ein Lorenzo Paganelli! Was der vorhin anhatte, war eigentlich ja gar nicht. Tag. Wow. Es sind mehr geworden. Auch die Fotoapparate haben sogar. Oh! Und es ist heiß. Kannst du dich nicht retten. Ja, es ist ein bisschen. Es ist schon wild. Ja. Ist ein bisschen wilder als bei uns. Warum ist das? Jetzt kommt das italienische Temperament rein. Sag mal, wenn du jetzt in Stuttgart unterwegs bist, ist tatsächlich ein lokaler Rockstar. Es gibt beide Alternativen eigentlich. Es gibt die, die sagen, ah, gucken Sie uns jetzt was, was Sie der Miriam letzte Woche gekauft haben. Wenn ich so die Miriam gibt es nicht mehr, nee, die Miriam ist die neue. Und da gibt es die anderen, die sagen, die das total trennen können und dann irgendwas anderes wollen. Vielleicht ein bisschen was Italienisches essen möchten. Also, ganz unterschiedlich. Jetzt geht es weniger so, wenn ich in Italien bin, dann möchte ich am liebsten gar nichts sagen, sondern nur zuhören, weil nämlich gerade so verdammt gefällt. Und ich weiß, was jetzt hier kommt, aber mach doch einfach mal bitte so einen Heiratsantrag, wie man der Miriam gemacht hat, auf Italienisch. Einfach mal mit allem drum und dran. Ich besorge mich nicht, wie schnell ich das. Wobei das ja vielleicht auch Amore mio, sei stata la mia prima cosa che ho sentito nel mio cuore. Non voglio avere più nient'altro che il tuo battito del cuore accanto al mio e vedere i tuoi occhi ogni giorno. Nein, also ganz ehrlich, ein echter Italiener. Nein, es ist, man kann schon auch manchmal viel reden und man sollte es auch, aber wenn es dann wirklich zu dem Siedepunkt kommt, dann redet man nicht. Dann sind die Augen und dann ist eh klar, um was es hier geht. Und dann, bumm. Sind wir wieder bei 22:15 Uhr. Ich hab's gut gesagt. Okay, Lorenzo Paganelli. Herzlichen Dank.